Hallo, herzlich willkommen bei Löwenzahns Pflanzenwelt. Ich bin die Nelly und heute geht es einmal um die Alokasien. Ich bin fasziniert von den Alokasien. Das sind so wunderschöne. Schaut euch mal dieses Blatt an. Das ist eine Black Velvet. Davon habe ich sogar noch das Etikett. Ich war ja auf der My Botanica und da waren so schöne Alokasien. Und jetzt war ich im Laden und schaut mal. Für den Preis konnte ich die natürlich nicht stehen lassen, von 8,99 auf 2,99. Dann habe ich die einmal mitgenommen, die Black Velvet. Und von der Black Velvet gab es noch mehrere. Und als einzige stand dann noch diese hier. Von der weiß ich den Namen leider nicht. Die hat eine feste, ledrige Blattoberfläche. Und die werde ich erstmal behandeln müssen, weil die sieht ein bisschen verdächtig aus. Es kann natürlich sein, dass das auch nur Staub vom Laden ist. Aber diese weiße Pünktchen, die sehen schon sehr, sehr verdächtig aus. Die wird gleich sofort nach dem Umtopfen auch einen Stick gegen unliebsame Freunde im Boden bekommen. Und dann habe ich mein Prachtexemplar, meine kleine Quäl-Alokasie. Und zwar habe ich ja die als Baby gekauft und die war auch ohne Name. Und ich habe die als Nebula schon fast identifiziert. Die hat jetzt hier, wirft ein Blatt ab, weil hier öffnet sich ein wunderschönes neues. Und das wollte ich jetzt einmal nutzen, um die umzutopfen. Der habe ich, als ich die umgetopft habe damals, eine Schicht Moos reingegeben. Guckt mal, wie das schon nachgedunkelt ist. Und das verfestigt sich auch langsam. Die Oberfläche wird braun, wenn man es ein bisschen öffnet. Da drunter sieht es noch schön hell aus, aber so nach und nach fängt auch dieses Moos an sich zu zersetzen. Und das möchte ich jetzt einmal erneuern. Ich habe gerade einen Finger da reingesteckt. Unten drunter ist der Boden nach so 2 cm ist er noch feucht. Und ich habe jetzt die letzte Woche extra nicht mitgegossen, weil die ja schon mit umgetopft werden sollte. Dieses Blatt sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Wollen wir mal schauen, dass wir dem neuen Blatt einen guten Start ins Leben geben. Dafür habe ich heute einfach mal neues Substrat gemischt. Ich habe sehr, sehr lockeres Substrat gemacht und habe auch ein bisschen von den Kokosfasern versucht, hier reinzubringen. Also das ist ein Bestandteil in der Erde, was sich am schwersten mit unterarbeiten lässt. Ihr seht, wie das hier so strähnig ausschaut. Ich habe das schon auseinandergezogen. Also ich glaube, es würde nur helfen, wenn ich das nur noch kleiner schneiden würde und nochmal durchmischen. So, das hat sich hier gar nicht aufgebröselt. Das Einzige, was wirklich gut geht, ist, wenn ich nicht durchknete das ganze Substrat wie die üblichen Bestandteile, sondern wenn ich etwas Substrat oben auf so einen Klumpen gebe und das dann einfach auseinanderziehe, so dass sofort Substratmischung mit in die Verbindung tritt und sich zwischen die Fasern drängt. Das ist für mich im Moment die einzige Möglichkeit, wie ich das einigermaßen vernünftig miteinander vermengen kann. Und dann ergibt sich hier so ein Kokosgewusel, was aber schon gut mit der Erde vermischt ist. Das werde ich gleich etwas mehr von diesem Kokos Krümel unten auf die Erde in den Boden des Topfes geben. Ich denke, ich werde gleich genau den gleichen Topf noch mal nehmen, weil ich möchte auch schauen, ob da wie die Wurzeln sind, und das möchte ich dann gerne mit euch machen. Ich würde gerne auch sofort mit der Alokasia Black Velvet beginnen, weil die schönste ist, die stärkste Wurzeln hat. Hier schaut sogar eine Wurzel schon mit raus. Ach so, ja. Und bei der anderen, das kann ich ja gleich erzählen, wenn die dann dran gekommen ist. So leicht ankneten das Töpfchen. So. Oh ja, gut. Da wollte ich einmal gucken. Hier sind kleine Brutknöllchen. Die ist aber auch nur sehr, sehr klein, aber treibt auch schon aus. Hier ist eine, die auch schon austreibt. Das ist eine richtig schöne, große. Die treibt auch schon aus. Die lege ich mal zur Seite. Die werden wir gleich zusammen mit euch einmal in. Ich trenne das mal hier komplett mit der ganzen Wurzel so ab, dass sie noch ein bisschen was an Nährstoffen nachziehen kann.
Hier ist ein Blatt ausgedient gewesen, das ist abgegangen, das können wir entfernen. So. Hier treibt auch schon ein Knöllchen. Hier, ups, hier ist abgegangen. Das war noch nicht mal richtig formiert. Ist aber abgegangen. Hier scheint eine zu sein. Hier ist eine schöne große. Oh ja, das ist eine große. Guckt mal. Ein bisschen. Da muss man gleich nachher auch das Substrat einmal kontrollieren, dass mir keine Bulbe runterfällt und verloren geht. Das ist hier reines Torfsubstrat. Das kennt man ja von den Pflanzen. Und nach einer Zeit ist dieser Torf erneigt dazu, dann sich zu verfestigen. Besonders wenn man nicht super regelmäßig gegossen hat und mal das Substrat zu trocken geworden ist. Das verzeiht vielleicht die Pflanze noch eher als das Substrat, weil es festigt sich dann in sich und wird nicht mehr so wasserführend. So, hier sieht man schon, dass die Wurzeln im richtigen Bogen liegen. Hier ist nochmal das allererste Töpfchen. Die Fasern zergehen aber schon. Ja, hier sind auch in der Mitte sind auch keine Wurzeln, das sind nur die jetzt hier. Diesen kleinen, den lasse ich noch mit dran. Hier war ein Baby, das haben wir geerntet, das kann ich abmachen. Da war ein Baby, die kann ich rausnehmen, diese Stellen. Da ist noch eine wunderschöne große Bulbe, die auch schon treibt. So, ich denke mal, das reicht an dem Substrat. Das haben wir gut gereinigt. Jetzt kontrolliere ich noch mal, nicht, dass ich hier was verliere. Da sehe ich schon, da liegt schon einer. Ja, ich glaube, das war's. Hat zwar öfters laute Geräusche gemacht, aber das sind auch Steinchen, die hier mit dem Substrat. Ah ja, gut, das ist Aktivkohle wahrscheinlich auch. Das könnte ich gleich auch noch ein bisschen mit beifügen. Das hier, das ist auch ein Steinchen. Das ist auch ein gebrannter Ton. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gut gemacht. Meine Pflanzenkohle, Aktivkohle, habe ich im Moment in solchen gepressten Graneln. Und von der Wirkung der Aktivkohle für Pflanzen und Menschen wissen wir ja schon alle, dass es hilft, Nährstoffe besser aufzunehmen, verhemmt Pilzentwicklungen und vertreibt auch Schädlinge. Und es ist sehr, sehr nützlich halt für die Pflanzen. Und ich möchte dann heute, die Sonne ist weg, auf unser Wetter ist im Moment überhaupt kein Verlass. Und dann mache ich jetzt unten eine Schicht mit diesem stark mit Kokosfasern durchgesetzten Boden. Da drauf kommt eine kleine Prise Aktivkohle verstreut. Und dann setze ich meine Pflanze samt Wurzelwerk drauf auf. Und das füllen wir dann schön mit frischem Substrat auf, dass die Wurzeln richtig viel neue Kraft bekommen. So, und einen kleinen Topfrand lasse ich auch. Ich möchte gleich wieder gerne so einen Kragen, nenne ich das bei mir, aus Moos liegen, weil ich habe eine Erfahrung gemacht, dass es wirklich sehr gut ist, dass es hilft, der Pflanze über längeren Zeitraum Feuchtigkeit in dem Substrat zu speichern und
trocknet nicht so schnell aus. Durch das Blätterdach könnt ihr gar nicht richtig gucken, was ich hier mache. Ne? Zeige ich euch gleich. So sieht das jetzt ungefähr aus. Die Pflanze ist schön, steht fest drin. Ne? Ich versetze sie mal ein bisschen weiter, dass ich hier die ein bisschen mehr mittiger habe. So sieht es besser aus. So, diese Preisschildchen können ruhig dranbleiben, damit ich auch weiß, was für ein Schätzchen ich ergattert habe. Auf den Bildern sieht es manchmal etwas rabiat aus, wenn ich mit den Pflanzen hantiere, aber ich bemühe mich so behutsam wie möglich, damit umzugehen, um die Wurzel zu schonen und der Pflanze wirklich, wirklich die besten Bedingungen auch zu schaffen. Ich habe tatsächlich kurze Zeit, 2 Tage lang genau, darüber nachgedacht, sie dieses Mal in das mineralische Substrat zu setzen. Aber nachdem ich dieses Töpfchen mit Orchideenerde in der Hand hatte, irgendwie mag ich dieses Gefühl nicht, wenn ich den Topf bewege und das, die nassen Steinchen knirschen aufeinander. In meine Vorstellungen reißen alle Wurzeln durch. Und wenn ich damit mit der Vorstellung nicht leben kann, dann möchte ich das lieber nicht machen. Okay, ich stelle die erstmal zur Seite. Die kommt gleich nochmal, wenn ich nochmal die Mooskriegen dann auslege. Dann gucken wir uns doch mal erstmal. Ich bin zu neugierig. Ich möchte einmal gerne in meine Alokasie reinschauen. Also unten sind keine Wurzeln zu sehen. Ich muss euch nochmal zeigen. Unten im Topf war auch noch etwas Moos und das ist noch richtig gut feucht. Und da sieht auch noch deutlich besser aus als das, was hier oben ist. Ja, und das ist ja an einem Tag praktisch gemacht worden. Auch auf der Kamera sieht es so ziemlich gleich aus. Das hier sieht schon wirklich die Spitzen, da sieht man das bestimmt. Die sehen schon so alt und bräunlich aus. Dieses Blatt hat ausgedient, das putze ich vorsichtig heraus. Das ist schon komplett abgestorben. Jetzt schauen wir mal rein, wie es der Alokasie innen drin geht. Unten ist auch noch mal ein Bett aus Moos, habe ich damals gemacht. Das ist auch gut durchwurzelt. Die Wurzeln sind schon bis hierhin. Mal gucken. Also so starkes Wurzelsystem hat sie jetzt noch nicht. Hier sind hier schon schöne, richtig schöne Wurzeln haben jetzt angefangen, hier durchzuwachsen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz. Und das ist hier unten auch feucht. Und das ist auch gut für mich zu wissen, dass ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, dass ich weiß, dass durch dieses Moosbett, ich bin ja im Garten in den Beeten, aber hier habe ich ein Moosbett, dass es richtig, richtig schön Feuchtigkeit speichert und die Pflanze auch nach und nach versorgt. Ich werde jetzt einfach kurz das Substrat erneuern. Dieses eine schon leicht angeschlagene Blatt, das bleibt noch dran. Davon kann die kleine Alokasie noch ziemlich verzehren. So. Jetzt machen wir hier einmal etwas Kokos unten drunter. Das ist noch etwas luftdurchlässiger, weil dieses Moos hat sich hier doch ein bisschen zusammengepresst. Das kann man dann gleich mit untermischen. Die beiden wundervollen Wurzeln. Also jetzt muss ich mit dem Blatt super aufpassen, weil dieses Blatt hat sich so stark rausgeschoben, dass sie hier das eine größere Blatt hat hier an der Substanz abgeknackt. Es hat einmal knack gemacht und dann hat sich dieses Blatt ausgerollt, aber bei dem Blatt habe ich dann Spuren gesehen, dass das Blatt eingerissen ist. Das habe ich so auch noch nicht beobachtet. So, sehr locker. Da ist Moos drin, da ist etwas Torf drin, etwas Kokossubstrat, Kokoschips sind drin. So, und auch wieder hier lasse ich einen kleinen Topfrand, damit hier nachher etwas Moos ausgelegt werden kann. Supi, und jetzt kommen wir zu unserer wunderschönen, oh, Aktivkohle habe ich vergessen. Einmal zurück. Ich werde die jetzt einfach so mit in die Erde verteilen. Das ist ja alles schön locker, das kann man da leicht einarbeiten.
Und beim ersten Mal gieße ich sowieso von oben, dann wird es in diesem lockeren Grund auch gut nach unten gehen. Fantastisch, sehr, sehr gut. Okay. So, dann kommen wir zu unserer Unbekannten und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier ausschaut. Also, das Stäbchen sieht sehr feucht aus und auch die Mitarbeiterin im Laden hat gemeint, sie hätte die gestern gegossen gehabt, also am Vortag, als ich die geholt gehabt und dass ich die jetzt bitte ein paar Tage nicht gießen soll. Das glaube ich sofort. Das Töpfchen ist sehr, sehr schwer. Und als ich zur Kasse gekommen bin, ist hier, da sieht man an dieser Stelle, da war noch ein Blatt. Und wir haben das uns aus die Hand in die Hand gereicht zum Abkassieren und ist ein Blatt abgebrochen. Da war ich so, ist mir natürlich mein enttäuschtes Oh nicht entgangen und konnte ich nicht unterdrücken. Dann meinte sie, holen Sie sich einfach eine andere. Habe gesagt, von der Sorte gibt es leider keine mehr. Und dann hat sie die mir einfach so mitgegeben. Die Pflanze habe ich tatsächlich nicht für 2,99, sondern für 0,00 bekommen. Und das war sehr, sehr schön für mich an dem Tag. Ich habe mich richtig drüber gefreut. So, hier sehen wir auch wieder ein interessantes Bild. Viele Wurzeln, die unten angesiedelt sind. Ist auch ein deutliches Bild dafür, dass die Pflanze von unten gegossen wurde. Sondern gucken wir mal. Hier oben ist es noch lose und unten ist schon ziemlich alles durchwurzelt. Da haben wir wieder diese von mir nicht so gerne gesehenen erste Töpfchen. Da bildet sich ein Baby. Das ist aber noch super fest und sitzt direkt am Stamm. Und hier ist auch noch mal eine kleine Bulbe, sitzt auch direkt im Stamm. Scheint eine Sorte zu sein. Hätte ich gedacht, dass sie jetzt alle am Stamm sitzen werden, aber hier ist eine kleine. Aber die ist noch zu klein. Es bringt nichts, die abzumachen. Die würde das, glaube ich, sowieso nicht schaffen. So, jetzt höre ich wieder knacken. Das tatsächlich. Da ist ein. Da ist mir eine Bulbe weggelaufen. So, ich muss jetzt ein bisschen trennen. Wir haben ja hier von der Alocasia Velvet, Black Velvet, und jetzt haben wir hier von der Unbekannten. Dann schauen wir mal ganz vorsichtig uns durch. Hier ist noch eine Bulbe, die ist auch lose, die ist ab. Das kann natürlich auch darauf hindeuten, weil der Steg war etwas modrig. Kann sein, dass die tatsächlich ein bisschen zu feucht standen. So, jetzt gucke ich ganz vorsichtig, bei jedes Mal, wenn ein etwas härteres runterfällt, gucke ich natürlich sofort, nie, dass ich nachher eine potenzielle Babypflanze einfach so in Sorge. Die scheint aber nicht so viele Bulben gebildet zu haben. Hier in der Mitte ist. Hier in der Mitte ist eine wundervolle große. Da. Ganz, ganz toll. Und hier gibt es eine Stelle, wo alles abfault. Hier ist die Bulbe ab, aber oh doch, die sitzt noch fest. Interessant ist auch, dass hier am, seht ihr diese kleinen helle Stellen? Das könnten Neuaustriebe geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier ist eine Babybulbe, die war lose. Hier ist eine Bulbe, die ist auch jetzt abgegangen. Also die müssen schon eine gewisse Größe haben. Ich habe hier noch eine schöne. Das Knacken gehört. Da. Die haben eine wunderschöne Form. Die sehen fast aus wie diese Hütchen, Pfaffenhütchen, gibt es so einen Strauch. Fast so eine Form haben die. So, schütteln wir mal das ab. Hier ist noch was Schweres, aber das ist nur ein Stückchen Moos. Und man sieht schon, die Wurzeln sind hier viel länger, auch viel feiner als bei der Black Velvet. Das heißt, hier muss man mit dem Gießen noch ein bisschen mehr aufpassen. So, mehr werde ich dir auch nicht mehr ausschütteln, weil habe ich hier schon ein paar Wurzelchen drin. Das kann ich noch vorsichtig entfernen.
Diese trockene Schüppchen möchte ich gerne entfernen. Das braucht die Pflanze auch nicht. Da sind auch potenzielle Versteckmöglichkeiten für unliebsame Mitbewohner. So, das sind aber auch Schutzhüllen andererseits für die jungen Austriebe. Also ich beobachte hier gerade richtig schön aktives Leben. Und diese Bulbe lassen wir dran und die beiden auch noch. Also sitzen noch einige fest dran. Die bleiben auch noch erstmal dran, sollen sie sich erstmal noch den Reifeprozess durchlaufen. Ja, haben wir zwei wunderschöne Blätter und da bildet sich, aber da ist schon eine kleine Nase. Ich hoffe, da kommt ein neues Blatt raus. So, jetzt machen wir mal einmal Kontrolle. Hier gibt es viel mehr Substrat. Ja, bei der anderen gab es nicht mehr so viel Substrat. Viel feinere Wurzeln und doch ordentlich Bulben haben wir auch. Wir gucken uns das mal gleich etwas genauer an. Da ist eine. Verpasst, dass die runtergefallen ist. Gut, dass wir kontrolliert haben. Hier ist keine. Hier hat gerade, das war ein Steinchen. Nein, das ist Rindenmulchstückchen. Hier ist nichts. Das war Moos. Das war ein Stückchen. Da ist eine. Da ist noch eine. Zum Glück haben die meistens hinten noch diesen kleinen Steg, dass man dann sich auch daran super orientieren kann, dass es dann nicht nur ein einfaches Steinchen ist oder ein Stückchen altes Rindenmulch. Die reiben sich dann oder bauen sich nach einer Zeit tatsächlich so gut ab, dass sie farblich fast identisch sind. Ich glaube, das war's. Dann wir wieder eine Portion Kokoserde rein, Aktivkohle. Und jetzt machen wir etwas lockeres Substrat rein. Und da die Wurzeln ja schon so lang sind, werde ich die Vorsicht, und das war glaube ich sogar zu viel, so schön einsetzen, die feinen Wurzeln alle rein. So, und bei der Alokasie, je älter die wird, kann man die auch tiefer setzen. Wenn die Blätter abfallen und der Stamm verkahlt, kann man die auch tiefer setzen. Was ich aber sehr gerne mache, das wollte ich jetzt bei einer anderen Alokasie probieren. Ich werde den Stamm einfach abschneiden, da wo unter der Stelle, wo schon die ersten Wurzeln sich gebildet haben. Da werde ich die praktisch wie so ein Kopfsteckling abschneiden. So, noch ein bisschen Erde drauf. Das ist ein bisschen zu viel. So, das ist unsere Unbekannte. Wenn jemand von euch weiß, wie diese Alokasie heißt, schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare, damit die schöne Unbekannte auch einen Namen bekommt. Also ich habe jetzt die Knöllchen nochmal alle durchgewaschen. Dann sieht man, bei der Black Velvet sind die Knöllchen deutlich größer. Davon habe ich jetzt vier große, eine kleine und zwei diese Stielknöllchen. Also gerade Anfang, ich denke mal, die werden das gar nicht schaffen, weil die haben sich ja noch gar nicht formiert. Und bei der Unbekannten haben wir mehrere. Davon haben wir drei große, drei mittlere und drei kleine. Also so unscheinbar versteckt in der Erde die waren. Aber die hat noch mehr als die Alokasia Black Velvet. Ich habe vorbereitet hier meine kleine Töpfchen. Und ich habe jetzt einen ganz guten Tipp gesehen, den möchte ich mit euch sehr, sehr gerne teilen. Ich habe früher immer Moos erstmal in den Becher gefüllt und dann versucht irgendwie die Knolle da mit zu platzieren. Und das ist viel einfacher und auch viel sicherer, die Knolle einmal in das Moos zu packen
einzuwickeln und dann schon die Knolle zusammen mit dem Moos in das kleine Gefäß geben. Und dann, da es ja in geschlossene Boxen geht, ist es auch gar nicht so schlimm, ob hier noch eine kleine Kante frei ist oder so. Die Knolle muss ja auch atmen und die braucht ja auch Luft. Und so werde ich das jetzt mit allen Knöllchen machen. Wichtig ist natürlich noch darauf acht zu achten, dass die Knolle mit der richtigen Stelle nach unten geht. Da wo die Verbindung noch etwas länger dran ist, da lässt sich das ja ganz, ganz leicht erkennen. Und bei den anderen, da wo es zum Beispiel beide Seiten fast gleich lang sind, da kann man auch gucken, dass es dann so ein gleichmäßig durchgetrennt und oben, da sieht man, das ist so eine Andeutung vom Blatt. Sieht man das? Sieht man das? Da sieht man das, ne? Das ist dann nicht so einheitlich abgetrennt und daran kann man das auch erkennen. Die beiden kleinen, von denen ich am wenigsten erwarte, wo ich noch nicht einmal hoffen wage, dass sie es schaffen, was werden, die packe ich in einen Becher zusammen rein. Da stecken sie raus, die beiden niedlichen Köpfe. So sieht das jetzt aus bei den Alokasien mit dem Mooskragen, wie ich das nenne. Und die Alokasia Velvet habe ich jetzt auch schon eingepackt. Jetzt haben wir nur noch unsere wunderschöne Unbekannte. Bei dir habe ich ja gesagt, möchte ich die ganz gerne einmal mit einem Schädlingemittel versehen. Das ist jetzt ein Kombistäbchen von Kombistäbchen von Careo Substrat Celaflor. Da steht das Celaflor. Zu viel geredet heute schon. Die sind weiß. Für kleine Pflanzen kann man die halbieren. Für so eine mittlere würde ich jetzt aber schon so ein ganzes Stäbchen nehmen. Das ist ein Langzeitwirkungsstäbchen, 4 bis 6 Monate. Und ich schiebe das jetzt schräg direkt in das Wurzelwerk, damit die Wurzel bei jedem Gießen die Nährstoffe auch sofort mit hochziehen können in die Pflanze. Die Wirkstoffe werden von der Pflanze und über die Wurzel aufgenommen und an die Blattteile und an die Stiele weitergegeben, so dass die saugenden Insekten, wenn die halt diese Schadstoffe mit aufnehmen, das ist für die dann giftig und daran sterben die dann und dann lassen die auch meine Pflanzen hoffentlich in Ruhe. So, hier habe ich irgendeinen komischen Krümel. Das entferne ich mal aus dem Topf. Die beiden Blätter schauen hier auch einmal hier zur Seite. Und da finde ich das immer so süß. Da kommt schon das neue Blatt. Und jetzt dürfen wir noch mal auf das Ergebnis unserer ganzen Arbeit schauen. Hier ist meine schöne Unbekannte. Diese Töpfchen, da sind die Babybulben von der Alocasia Black Velvet, die ja hier steht. Von der Alokasia von mir, die jetzt ein neues Blatt entfaltet, haben wir keine Bulbe ernten können. Was ist denn jetzt mit den Bulben von der schönen Unbekannten? Schaut mal her. Da sind die 6 von der Black Velvet. Und jetzt haben wir eingetopft. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So viele Babybulben hat die wunderschöne Alokasia gegeben. Und deswegen mit ihr als der fleißigsten aus dem heutigen Video möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich zeige die Blätter jetzt noch mal ganz nah in die Kamera. Wer die jetzt erkennt, bitte schreibt mir den Namen, damit ich sie auch mit einem Namensschildchen versehen kann. Danke, dass ihr auch bei diesem Video bis zum Schluss dabei wart. Gebt mir einen Daumen, abonniert meinen Kanal, bleibt dabei, wir machen viele interessante Sachen zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Nelly.